Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Hitman. Wir sind einmal hier in der Eskalation Stufe Nummer 4 von... Wie hieß das nochmal? Das hat so einen komischen Namen. Mandelblub-Regime oder so. Das Mandelblub-Regime. Mandelblub habe ich gesagt. Okay, wir haben auch eine neue Zielperson, einen Sicherheitsmann. Wir müssen den Laptop hacken und einmal den Palastmitarbeiter. Wir müssen einen Typ als Palastmitarbeiter um die Ecke geleiten. Und einmal so ja mit Ansch als Sicherheitsmann. Sicherheitsmann an sich, oder halt Crew war das eigentlich. War das nicht eigentlich Techniker? Das wundert mich gerade so ein bisschen, weil das sieht eher aus wie Crew, weil das Verkleidung Sicherheitsmann. Achso, und wir müssen wohl einen von der Crew einmal einen Besuch abstatten. So, wir schauen mal ganz kurz rein. Ein kurzer Überblick, der Lance Artois. Ist das der? Ah, nee, das ist nicht der. Ich habe gedacht, der vielleicht hier im Treppenhaus. Aber okay. Einmal hier, da laufen wir eigentlich ja vorbei. Guck mal, alles auf einem Stockwerk, alles Ebene 2. Hier, das Ziel, der Laptop. Ja, wir sind schon als Palastmitarbeiter einmal verkleidet, aber die Frage ist eigentlich, wie müssen wir es noch machen mit dem Sicherheitsmann? Obwohl, ja, den kriegen wir eigentlich auch ganz easy. Haben wir eigentlich auch kein Problem damit. So, wir gehen mal hier nach oben. Ui, wir waren ein bisschen laut. Hier haben wir so einen Crew-Typ. So, ich wollte mal sagen, den können wir auch mal kurz liegen lassen. Eben, wir müssen einen Event-Techniker umnieten. Ui, um die Ecke einer. So, wir laufen einfach mal rein. Wir können ja hier eigentlich theoretisch einfach durchlaufen. Dann zu dem Laptop, dann wieder so rüber klettern. Brauche ich das eigentlich mit dem Klettern? So, der eine läuft hier durch. So, oh, diese Musik! Aber an sich reicht's ja. Sind wir schon richtig? Ne, wir müssen glaube ich noch irgendwo weiter, oder? Eine Türe weiter. Guck mal, hier haben wir sogar so einen Sicherheitsmann. Der ist eigentlich ganz gut. Kann man den hier einmal überwältigen? Dann haben wir schon mal perfekt hier die Kleidung. So, ich schau mal. Sicherheitsmann, das passt ja. So, wir gehen hier einmal rein. Ach so, der eine steht da draußen. Brieföffner, ja, genau. Eigentlich wollte ich ja hier den Laptop einmal hacken. Ich frage mich nur wegen der Zeit. Mit der Zeit ist eigentlich immer ganz cool, aber die Person da drüben bleibt ja, glaube ich, immer draußen. Also eigentlich ja gar nicht so schlimm. So. Einmal Nummer 1 erledigt. Wir gehen einmal hier rüber. So, das ist leider ein bisschen schade, dass das halt ein bisschen länger dauert mit dem Klettern. Aber es ist halt an sich einfacher, wenn man an den ganzen Wachen vorbeikommt. Deshalb eigentlich so gesehen ein bisschen schade. Vor allem sollte ich ja dann wieder zurückklettern wegen dem Sicherheitsmann-Outfit. Oder ja, gibt es da noch irgendwie eine bessere Lösung? Unten im Erdgeschoss ist ja einer, den wo wir damals in der Hauptstory immer genommen haben, den Sicherheitsmann. Aber, naja, der darf wieder runterlaufen, dann wieder hochlaufen. Aber ist es schneller wegen dem Klettern hier? Oder würde es rumlaufen eher? Irgendwie muss es doch eine schnellere Variante geben eigentlich. Aber durch die ganzen Patrouillen da oben ist es halt ein bisschen blöd. Ohne die wäre es natürlich schon ganz cool. So, wie komme ich nach oben? Einmal so. Wer redet da eigentlich? So, einen Moment. Wie haben wir das eigentlich damals gemacht nochmal?
one more drink. Ah, der ist schon rausgegangen, genau. Und wir brauchen den da einmal. So, Momentos. Der ist natürlich richtig gut, dass der gerade hier rausgegangen ist. Ah, der hat mich natürlich gut gesehen. Wieso ist der so schnell rausgekommen? Oh, voll gegen den Kopf. Ein Moment. Kann man den irgendwo verstecken hier? So, Moment, wir verkleiden uns. Das ist jetzt halt natürlich für die Punktebewertung leider nicht so schön. Der eine ist schon irgendwie weggegangen, oder? Keine Ahnung. Hier ist der Schrank. So, aber jetzt können wir kurz rüberlaufen, den Sicherheitsmann-Verkleidungsding holen. So, schnell eine hingelaufen. So, dieses Mal... Ja, da müssen wir ein bisschen besser... Oh, ich laufe eigentlich auch noch mit der Knarre hier rum. War auch nicht so gut. So, da drüben können wir es dann nochmal verkleiden. Oder umziehen. Aber leider halt ein bisschen schade, dass der das gesehen hat. Letztes Mal ist er doch viel länger auf dem Balkon geblieben, oder? Oder meine ich das nur? Bin mir da jetzt nicht ganz so sicher. So, und die stehen doch, glaub, zu zweit da. Aber den einen könnten wir, glaub, theoretisch ablenken, oder? Ups. Ups. Das war ja gar nicht, da wo ich hin muss. Na, jetzt geht der Falsche eigentlich hinterher. Nicht die Zielperson, sondern nicht die andere Person. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ah, nein! Jetzt sehen die noch hier die... Verdammt. Ich bin's nicht. Nein! Halt die Klappe! Ganz ruhig, Kollege. So, Momentchen. Klavierseite. So. Ja, nicht so schön, aber egal. Alle auf einen Haufen. So kann man es natürlich machen, aber... froh darüber bin ich jetzt auch nicht so ganz. Oder glücklich, wie wir es dann im Endeffekt gemeistert haben. Aber wir können ja noch dazu sagen... Moment, wo haben wir denn hier den Ausgang? Es gibt ja noch Stufe 4 und 5. Wir müssen noch mehr dazu machen. Und dann können wir mal schauen, dass wir das natürlich wieder ein bisschen besser regeln. Das wäre natürlich auch ganz gut. Was ist denn das für ein Ausgang hier? Okay, auch interessant. Da habe ich das so auch noch nicht gesehen. Einmal durch die Kanalisation weg. So, in die Katakomben. Ja, okay, ein neuer Ausgang gefunden. Okay, einmal durch Zufall. Aber das, oh, das könnte ich natürlich auch machen. Immer einen anderen Ausgang versuchen zu bekommen. Wir schauen mal direkt in die nächste Stufe rein. So, was haben wir denn hier? Palastmitarbeiter, Sicherheitsmann, Hacken. So, was haben wir denn hier hinten? Zusätzliche Überwachungskamera installiert. Werden Sie von einer Kamera gefilmt, zerstören Sie die Beweise innerhalb von 2 Minuten. Big Brother is watching you. Okay. Das ist natürlich auch super. Was heißt die Beweise? Also nicht die Kamera kaputt machen, sondern da, wo es wohl aufgenommen wird. Ja, da bin ich mal gespannt, wie viele Kameras da auch sind. Wir starten mal wieder ganz normal. So, mal wieder hier unten beim Putzen. Langsam soll es doch hier mal sauber sein. Okay, das mit den Kameras ist jetzt natürlich... Keine Ahnung, wo die Kameras überall sind. Und was heißt hier, die Beweise zerstören? Also, wenn sie mich direkt filmen, oder passt es auch, wenn ich jetzt nur vorbeilaufe, aber nichts passiert? Das ist natürlich die Frage, aber es kann natürlich sein, dass die Kameras vielleicht so platziert sind, genau da, wo ich die Zielperson erledigen muss.
Das weiß ich eben nicht so genau. Jammer, glaub keine. So, wir machen trotzdem mal ein bisschen langsam. Kollege, du mal weg. Alter, nicht so nah an die Türe hin. So, legen wir mal hier hin. So, dann ist der hier wieder. So, hier kann man aber theoretisch einmal durchflitzen. Oh, da drüben ist eine Kamera. So, das heißt, ich probiere jetzt einfach mal die abzuballern. Und dann einfach mal schauen. So, die müsste jetzt kaputt sein, auch wenn sie noch so angezeigt wird. So, irgendwo wird ja dann auch ein Countdown wohl angezeigt. Falls sie mich doch entdeckt. So, haben wir hier irgendwo Kameras? Sehe ich jetzt gerade nicht so. Okay, ganz gut bis jetzt. Der läuft hier wieder. Gleiches Ding, er schaut das Bild an. Tja, das ist ein Fehler, Kollege. So, lass mal erstmal liegen. Oh, Momentchen. Ich laufe hier eigentlich voll so rein. Aber Kameras haben wir auch keine. Auch ganz gut. Ich denke aber drüben, wo die Zielperson ist, wird wohl eine Kamera sein. Aber bis jetzt gar nicht so viel eigentlich. Also gar nicht so schlimm bis jetzt. Groß gar nicht schwieriger. Aber wie gesagt, vielleicht kommt noch irgendwo richtig mies eine Kamera. Ich weiß eben nicht genau. Vor allem, wenn dann nicht steht, was ich machen muss, um die Beweise hier zu beseitigen. Ob es reicht, auf die Kamera zu schießen oder nicht. So, mal wieder hier rüberklettern. So, ich denke mal, hier draußen hängt wohl groß keine. Deshalb hangeln wir uns mal wieder rüber. Aber wenn es groß keine Kameras kommt, dann war es eigentlich fast genau gleich wie Stufe 3 einmal. Eigentlich ganz lustig. Wobei, ja klar, die eine Türe war halt bewacht mit Kameras. Aber deshalb sage ich, bin ich gespannt, wie das aussieht mit anderen Kameras vielleicht noch. Weil ich denke, da wird es ja schon noch ein paar geben. Frage ich natürlich nur wo. Frage, ob ich das überhaupt schon sehe, wenn ich hier rumhange. Ob ich in den Raum reinschauen kann mit meinem Instinkt. Deshalb nur die Ruhe mal. Sind ja gleich wieder da. So, bin jetzt mal gespannt, ob wir es diesmal ein bisschen schöner schaffen. Das war natürlich ein bisschen, ja, blöd. Sollten den ja gleich irgendwie rausziehen. Weiß nicht, die Waffe gleich nehmen und ein bisschen schneller sein alles. So, Kameras sehe ich mal keine. Komischerweise hier in dem Raum sehe ich auch keine. So, Türe geht automatisch auf. One more drink. So, er geht raus. Oh, Moment. Ah, fuck. So, Knarre nehmen. Leiche nehmen. Und schnell. Ja, der sieht es halt wieder. Das ist so kacke, Alter. Das ist ja blöd, Mann. Wie will ich das schneller machen? Das ist richtig blöd. Nein, ich wollte nicht hier den Schrank betreten, sondern einmal den Mann hier reintun. So einmal. Nicht irgendwie andersrum. So, wir haben wirklich keine Kameras. Was haben wir hier eigentlich? Radio nehmen. Kann Radio mitnehmen? Okay. Ups, sorry. Der steht ja noch mitten in der Türe. So, hier haben wir auch keine Kameras. Wir brauchen mal wieder hier den Anzug. Den Anzug. Ich meine, den Security-Mann. So, nehmen wir mit. Die Knarre. Na ja, kann man liegen lassen, oder?
Eigentlich egal. So, der eine war irgendwo da hinten. Ah, Momentchen, hier war das ja. Die stecken wir noch kaputt. So, wie lenken wir den jetzt am besten ab? So, wir schauen mal hier kurz. Hier haben wir auch keine Kameras, gell? Oh, doch, da drüben. Da drüben haben wir welche. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich die jetzt so abballer, ob die das mitbekommen. So, ich mache sie mal sicherheitshalber einfach kaputt. So, guck, haben sie ja nicht mal mitbekommen. So, ja, genau der richtige will ich hier haben. Genau den hier. So, wann bückt er sich? Ich weiß nicht. Verbrechen wurde gemerkt? Was? Okay. Hallöchen. Ich wollte ja noch einen anderen Ausgang nehmen. Jetzt ist die Frage, wir schauen mal. Auf der Ebene gibt es an sich ja auch keinen Ausgang. Die sind eh alle weiter unten. Das heißt, wir können ja mal weiter runtergehen. Oh, ja. Wir sind nach oben gegangen. Ich schaue mal noch ein bisschen. Der Heli-Ausgang wäre ganz cool mal. Ne, den hatten wir auch. Hier fehlt uns ein Schlüssel mit dem Boot. Hier war ich schon. Okay, dann gibt es nur noch hier vorne draußen. Hier bin ich schon gegangen. Hier weiß ich nicht. Da ganz sicher nicht. Also da können wir mal gehen. Oder hier mal. Wir haben ja eh noch nur mal eine Stufe. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal oben rum. So, aber wieder, gell, Verbrechen gemerkt. Heißt ja, aber entdeckt haben sie mich ja nicht. Ne, dann würden sie ja wissen, wie ich aussehe. Also, da haben wir jetzt noch Glück gehabt. Wie komme ich am besten raus? Jetzt bin ich hier in der Umkleide. Wollte ich jetzt auch nicht unbedingt hin, aber irgendwie hier, genau, kommen wir hier rum. Erst im gerade hier drüben, da können wir den Ausgang hier nehmen. Uiuiui. Verdächtigt. Hier stehen ein paar. Aber solange sie noch ein bisschen Verdacht schinden. Oh, der eine. Kann ich hier rüberspringen? Natürlich. Dann sind wir ein bisschen aus dem Blickfeld von dem anderen. Und wir können einmal hier rausgehen. Einmal ein neuer Ausgang. Obwohl der eigentlich fast genau gleich ist wie da vorne beim Haupteingang. Der eine wäre es halt auch cool mit dem Boot. Aber wie wir den bekommen, ja, irgendwo muss ein Schlüssel rumliegen oder irgendjemand hat einen Schlüssel. Aber jetzt haben wir auch gar nichts bekommen wegen dem Ausgang. Ja, egal. Das war einmal. Oh, kurz noch die Bewertung. Drei, vorher hatten wir nur zwei. 100.000, ja, okay. Im nächsten Part sehen wir dann einmal Stufe Nummer 5. Wiederschauen und reingehauen.